Meine Freunde, da sind wir wieder. Ja, mit Warhammer Age of Sigma Stormground hat es leider nicht geklappt. Liegt einfach daran, dass es halt einfach noch zu frisch ist. Und wie ihr es ja kennt, es ist ja meistens immer so, dass ein Spiel kommt raus und es ist erstmal irgendwie mistig. Hoffen wir, dass das morgen gepatcht wird, dass ich euch das dann vernünftig zeigen kann. Wir schwenken jetzt um auf... einmal ganz kurz mal ein bisschen hier die Kamera drehen. Ein bisschen in die andere Richtung vielleicht. Also. So ist das, glaube ich, gut. Lass ich mal ganz kurz gucken. Ja, so ist das ganz gut. Wir steigen jetzt um auf... Warhammer Return to Reckoning. Ja, okay, alles klar. Sind wir richtig fesch und machen einfach eine 0 draus. Aber Spiel sagt nö. Dann nehmen wir... Ashford passt. Alles klar. So, ja, es tut mir echt super mega leid, dass das nicht geklappt hat. Finde ich auch richtig blöd. Vielleicht klappt es morgen. Aber jetzt geht's erstmal ins Nordland. So, und da sind wir auch schon mit einem frischen neuen Charakter. Ja, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Einführung. Neue Rekruten. Sigma-Priester. Sprich mit Samuel Twitty. Das machen wir doch glatt. Schlachte drei Marauder, ja. Und kehre zusammen, es wird jetzt zurück. Drücke immer, um die Karte zu sehen. Okay. So, irgendwie hier runter. Grand Strike, göttliche Hilfe, ist das Buff? Nee, heilen. Verurteilung. Das müsste ich mal ganz kurz ändern. Tastenbelegung. Aktionsleiste. Nee. Einstellungen. Zielen. Oberfläche. Ja. Aktionsleiste sperren. Anwenden. So. Und so, und so, und so. Und so. Anwenden, tschüss. So, dann wollen wir uns mal die Marauder schnappen. Geht's mit dem Hammer auf die 12. So.
wird gesucht. Die nächsten 5 Sekunden lang werdet ihr 5 Sekunden Aktionspunkte. Ah, okay. Der arbeitet also mit gerechter Zorn. Erstmal neue Handschuhe klar gemacht. So, in das Feuer, Lanrik. Sprich mit Lanrik. Das werden wir tun. Fackelträger töten und 3 Häuser durchsuchen. So, das waren 2. Das war ein bisschen Pause, bevor der richtig auf die Glocke kriegst. So, Häuser durchsuchen. Rückwärts raus, auch nice. Und hier ist, glaube ich, noch eine Tür. Jawohl. Pferd kann ich erst mit Stufe. Ich bin Stufe 2. So. Jetzt ein paar Schuhe. Sprich mit Elsa Schmidt. Was ist denn die gute Elsa? So ein krasser Gaul. Elsa, wo steckst du denn? Ja, wo ist sie denn, die Elsa? Victor Riese. Die war bestimmt hier vorne am Eingang. Nee. Alle da, nur keine Elsa. Doch da. So. Trainingskurs. Höllenfeuerkanonen müssen wir zerlegen. Wo finden wir die denn? Hier oben.
dann machen wir das mal. Schieß zurück. Annehmen. Rabenhöllendiener, Rabenhöllenfänger und Rabenhöllenmagus. Zack. So. Bäum. Feuer. Muhahaha. Was hat er denn jetzt für eine Mission? Kommt er jetzt hier hochgesteppt? Die Kanone ist immun. Oha, wie sie immer neu justieren muss. Wenn du sie nur ein ganz klein bisschen bewegst. So. Die noch mit? Putz. So. Die haben wir. Ein Höllendiener. Oha. Was bist du denn? Bist du ein Höllendiener? Nee, ein Höllenmeister. Ein Höllendiener. Da. So. Folgt der Schatz, Kanonenhöhe und Klicke. Der Richtung ist das so. Greifen Kanonen. Ich glaube nicht, dass wir die zerstören können. Oha, wie lange soll ich denn da feuern, bitte? Das macht ja nur 41 Damage. Die erste haben wir gleich.
Ah, jetzt haben wir zum Glück hier einen Kollegen, der hier auch mit drauf schießt. Das ist doch sehr hübsch. Nein, du musst doch mit auf meine Kanone schießen. Die hat nicht gezählt, ist das frech. Da habe ich mir so eine Mühe gegeben, dass ich die zerballer. So, die haben wir erledigt. Die. Was kriegen wir hier? Eine Trophäe. Heiliger Kodex. Nehmen wir. So, sprich mit Arlene Bitterstone. Ach, der ist hier unten. So. So, Freunde, einen kleinen Moment bitte, ich bin sofort wieder da.
nicht schon wieder. So, weiter geht's. Einen guten Aaron Bitterstein. Dringende Befehle. Animation, aha. Schnell wieder. Irgendwie möglich, aha. Alles klar. So, beteilige dich für eine beliebige Phase der öffentlichen Quest Rahmenbund Vorhut. So, beteilige dich, wenn ja, ha? Was ist dann das hier? Ja, dann klatschen wir doch einfach mal ein paar Marauder, würde ich sagen. Ah, der macht die übel schnell weg. Bam. Ah, jetzt ist hier voll die Party am Start. Ich habe nichts. Ich habe keine. Keine Angriffspunkte. Ey. Danke. Jetzt ist hier auf einmal einfach ein Baum umgefallen, oder was? Oha. Das ist ein Chaos-Troll. Der gibt bestimmt One-Hit. Arok the Unstoppable. Ich traue mich den gar nicht anzugreifen. So, wie kriegen wir jetzt diesen Chaos-Troll hier weg? Jo, der haut erstmal richtig rein. Ja, keine Chance, da sehen wir kein Licht.
Easy. Das war klar. Alleine braucht man das auch nicht versuchen. Blitzsoldaten, Rahmenrider 5. Kurz ein bisschen Schrott verkaufen, Onyx einfärben. Ja. Nimm meinen Schrott. Ritter. Das behalten wir mal. Das behalten wir. Eisenbrecher, Slayer, Ritter, das das behalten wir, das kann weg, das kann weg. Unverkäuflich. So. Können wir den Schrott hier noch weghauen? So. Finde das Leben des Sigma. Finde das Buch Leben des Sigma. Es liegt im zweiten Stock der Taverne. Okay. Ja, ist doch schön. Kann ich das jetzt wegmachen? Habe ich. Gebete Hingabe. Erstmal, wenn euer Fuß ein Feind angreift, besteht eine Chance auf 20%, dass er 60 Lebenspunkte zurückerhält. Okay. Stephen Busho. Ach, der ist wieder in der Taverne. Ja, dann laufen wir doch nochmal zurück. Okay. Da.
der Katze auf den Schwanz getreten. Unhöflich. Das war ein ganz schön langer Weg. Au. Hallo, mein Freund. Mörderwald. Paare von Tiermenschenhörnern. Wo finde ich denn die? Ach, die sind auf der anderen Seite. Okay, dann holen wir uns erstmal die kauernden Milizsoldaten, die sich vor Angst in die Hose machen. Und dann holen wir uns die Tiermenschenhörner. Eins, zwei, drei, vier. 5. Erstmal beten mit einem Fight. So, von denen brauche ich noch zwei. Noch einen. So, finde ich das doch ganz hübsch. Ach, jetzt habe ich Springen gedrückt, das wollte ich gar nicht. Könnte ich denn offene Gruppen und Kriegertrupps? Oh, okay. Aber ich wollte eigentlich gern mal meinen Charakter sehen. Wie mache ich denn das?
Menü, Gruppe, Charakter. Mit P. Hey du, gib mir deine Hörner. Gib mir deine Hörner, danke. Ich muss mal ganz kurz ins Interface. Ich möchte gerne den da, den da, den da. Den hier. Den hier, da. So. So möchte ich das gerne haben. Immer rein da. So, da haben wir schon unsere drei Hörnchen. So, können wir die auch abgeben. Und jetzt müssen wir hier Grimmen Hagengräber. Großvaters Glückshammer finden. Na, das klingt doch mal nach einer Aufgabe. Chance auf Selbstheilung, wenn man einen Feind Schaden verursacht. Ja, schön. Boots, Boots, Boots. Schwing die Keule, mein Junge. Einer in die Krypta. Jetzt gleich Level 5, das ist sehr gut.
Ey, wer hat das Licht ausgemacht? Ich habe ein ganz beschissenes Management mit den Angriffen. Züchtigung. Ein Schlag, der 39 Schaden sowie 10 Sekunden lang zusätzlich 60 Schaden an eurem Feind verursacht. Inaktive um 10 reduzieren. Auch nice. Möchte ich eigentlich auch lieber anders haben. So. Wo ist denn der Hammer? Sarg des Geisters. Oh, hi. So, das erledigt. Aber mir fehlt immer noch der Hammer. H-A-Doppel-M-R, Hammer, yeah. Ach, natürlich ist der da ganz hinten. So, wir machen Easy Way. Düp, düp, düp. Jawohl. Gracias. Dein Gesicht. Oh, der hat was Blaues gedroppt, glaube ich. Aber natürlich nicht für uns. Zwerge. Maschinist. Slayer. Crap und Crap. So, ich muss hier hoch. Bam, bam. Tada. Oha. So. Bringen wir mal den Hammer zurück. Sprich mit S-Bern Weber. Wo finde ich die? Boah, da hinten in Mexiko. Herberge zur grauen Dame.
Eintrag in der Weltenkarte. Oh, hier ist erstmal ein Haufen Quests. Jawohl. Erstmal alles schön annehmen. Nächste gute S-Bären. Ungebetene Gäste. Was sind die Spinnen, die hinter der Herberge? Hinter der Herberge sind Spinnen. Was bist du, einer? Enemies abound. Verdächtige Personen getestet. So. So, meine Freunde, das war der erste Einblick von Warhammer Return of Reckoning. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin sage ich erstmal ciao.